Salve, hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Bücherregaltour. Ihr habt es euch oft gewünscht und endlich komme ich dazu, mal eine Bücherregaltour für euch abzufilmen. Ihr seht hier mein großes Billy-Eckregal in Weiß, noch ein bisschen verschönert mit so Styropor-Zierleisten an der Seite. Unser Haus ist ein bisschen schief und so haben wir die ja, schiefen Wände ein bisschen kaschiert. Zu meiner Aufteilung: Es ist so, dass ich auf der rechten Seite weitestgehend Einzelbände habe und die farblich zu sortieren versuche. Es gilt hier natürlich auch, die Ausnahme bestätigt die Regel. Auf der linken Seite habe ich ein Reihenregal, also meine Reihen sind dort aneinander geheftet, weil irgendwie ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Deswegen habe ich so ein Hybrid aus Reihen und farblicher Sortierung gemacht. Da ich aber neulich erst ein Video über die Reihen hochgeladen habe, werde ich nicht heute damit anfangen. Ich verlinke es euch oben, da könnt ihr gucken, welche Reihen ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Und die sind weitestgehend hier in diesem Regal vertreten. Dann gibt es noch den mittleren Regalteil und da stelle ich entweder Bücher zur Schau oder da, wo ich noch freie Fächer habe, steht in der Regel mein Currently Reading oder wenn ich es eben ausgelesen habe und noch nicht gefilmt habe, kommt es dort zu diesem Haltermännchen, also zu dem, was ist das, ein Gestalter, auch von IKEA, ich bin ein bisschen IKEA-süchtig. Ja, da kommen dann die gelesenen Bücher rein oder eben die angelesenen, abgebrochenen. Alle, die ich in einem Video noch besprechen möchte, das ist so ein bisschen mein Ordnungssystem. Es ist nicht perfekt, aber ich komme sehr gut damit zurecht. Ja, dann habe ich auf der rechten Seite noch einen kleinen Stapel mit aussortierten Büchern. In der Mitte mein immer sehr prominenter, ja, rostbrauner, ziegelroter, wie auch immer. Ich glaube, man nennt es Cocktailsessel. Und ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit noch eine Pflanze angeschafft. Die steht jetzt auch in der Ecke. Was gibt es noch zu sagen? Ach so, meinen Sub, den habe ich mittlerweile outgesourced. Ich habe den Sub in einem Bücherwagen, in so einem Rasköck, auch von IKEA. Dort sind oben ein paar Sachbücher drin und unten eben meine noch nicht gelesenen Bücher. Und der steht quasi genau um die Ecke. Ja, und ich würde sagen, es geht jetzt los. Wir gucken uns von hell nach dunkel erstmal die Bücher an und ich schaue mal, wie weit ich in diesem Video komme. Ganz oben in dieser Reihe stehen noch meine leeren Funko Pop-Figurhüllen. Und ja, vielleicht verkauft man die ja mal irgendwann, deswegen habe ich die aufgehoben. Und hier kommt schon ja, das erste Regalfach mit den weißen, hellen, cremefarbenen und grauen Büchern. Und als erstes von links nach rechts gibt es da die Reihe von Cody McFadden. Ein Teil heißt Der Todeskünstler. Ein Teil heißt Die Blutlinie. Ein Teil heißt Das Böse in uns. Das hier ist so ein Doppelband. Das Böse in uns ist da auch nochmal drin und ausgelöscht. Habe ich mir günstig ergattert. Ja, ist eine Reihe, ein sehr, ja, ein bisschen blutiger, auch sehr psychologischer Thriller um eine amerikanische Polizistin. Mir ist es insgesamt dann etwas zu klischeehaft geworden, deswegen habe ich die Reihe abgebrochen, habe sie einfach noch nicht aussortiert. Mit dem Gedanken natürlich, vielleicht packt es mich nochmal. Ja, und deswegen steht es noch in meinem Regal mit den weißen Büchern, obwohl es eigentlich eine Reihe ist. Also erstes ist schon die erste Regel oder die erste Ausnahme der Regel. Dann das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Haben mein Sohn und ich schon gelesen, habe ich auch schon als Kind gelesen. Ja, in jedem Kapitel erlebt das kleine Gespenst neue Abenteuer und deswegen eignet sich das super als Vorlesebuch. Hat einen weißen Buchrücken, deswegen steht es da oben, aber ist eigentlich ein schwarzes Buch. Ein Buch, was mittlerweile jeder kennen dürfte: Joël Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert, ne, super französisch. Ja, ich sage nicht mehr viel zu dem Buch. Ich fand es okay, es hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen, aber war in Ordnung und ja, hat natürlich einen hellen Umschlag, deswegen steht es auch dabei. Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit, ein deutscher Autor, also eigentlich heißt er Wells, wenn man es genau nimmt, mittleren Alters und die Geschichte spielt oder es geht um Verlust und wie man damit zurechtkommen kann. Ich habe lange gebraucht, bis ich in die Geschichte reingekommen bin, aber zum Ende hin war es doch wirklich, wie versprochen, noch sehr emotional und hat mir gut gefallen. Und ja, ich kann nicht ausschließen, dass ich das Buch irgendwie nochmal lesen werde. Ein Klassiker von Theodor Storm, Der Schimmelreiter, eine nordische Sage, die Theodor Storm nochmal so ein bisschen aufgearbeitet hat. Und ich mochte es sehr. Es ist so hässlich, dass es schon fast wieder schön ist. Aber
Ich mochte die Geschichte, die war sehr actionreich für einen Klassiker und ließ sich sehr gut lesen. Ist halt auch nicht wirklich ein dickes Buch und man kommt schnell durch. Eine helle, schicke Leinenausgabe von J.D. Salingers Der Fänger im Roggen ist ein Klassiker, aber ein modernerer, eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer sehr derben Sprache, die eben deswegen auch wahrscheinlich so aufgefallen ist. Und es geht um einen jungen Mann, der in New York groß wird und vielleicht sich selbst findet. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, eine illustrierte Ausgabe, die ich mir letztes Jahr zu Weihnachten zugelegt habe, die habe ich meinen Kindern vorgelesen. Die fanden es ein bisschen gruselig mit den drei Weihnachtsgeistern, aber die Illustrationen sind halt so ein bisschen vintage gehalten und sehr, sehr schön. Und ach, ich bin froh, dass ich die Ausgabe bei mir habe und ja, die mir immer zu Weihnachten wieder angucken kann. Glück und Glas von einer deutschen Autorin Lilly Beck geht um eine Freundschaft zweier Frauen und um Nachkrieg Deutschland und um heute, spielt also in zwei Zeitschleifen. Habe ich gemocht, sprachlich war es mir aber so ein bisschen zu realistisch. Also ich kam mir halt zu echt vor. Ich habe das manchmal mit deutschen Autoren. Kommt dann auch beim Tatort immer dieses echte Feeling rüber. Das hatte ich ja auch, das war das, was mir nicht so gefallen hat, aber ansonsten fand ich die Geschichte eigentlich ganz süß. Audrey Niffenegger, die Frau des Zeitreisenden, habe ich abgebrochen, weil es mir irgendwie nicht gefallen hat. Der Anfang war ganz, ganz stark. Da haben sie ganz extrem mit diesem, mit dem Zeitsprüngen gespielt, aber irgendwie hat das sehr nachgelassen und dann kam dann so ein 90er-Jahre-Feeling rüber und das ist halt nicht so meins, deswegen habe ich es dann abgebrochen, unterbrochen, steht noch im Regal, vielleicht greife ich noch mal zu, aber ja, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Gezeitenwechsel von Sarah Moss. Es geht um einen Hausmann, der in England lebt und seine Tochter hat einen Herzstillstand und er muss jetzt lernen, damit umzugehen. Also sie stirbt dabei nicht, aber ja, das schwingt jetzt halt für den Rest des Lebens in der Familie mit und darum geht's. Ist auch ein sehr gesellschaftskritisches Buch und sehr literarisch und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist noch gar nicht lang her, wo ich das gelesen habe. Suleika öffnet die Augen von Juzel Jachina oder so ähnlich. Thematisiert die Entkulakisierung in Russland, die so ein bisschen ja, an die Nazis erinnert, kann man schon fast sagen. Das Buch war etwas langgezogen und ich konnte mich mit der Hauptfigur nicht so ganz identifizieren, aber insgesamt bin ich trotzdem froh, dass ich es gelesen habe, weil es einfach ein Stück Geschichte mit sich bringt, die wichtig ist. River of Ink von Paul M.M. Cooper. Inhalt ist schwierig zusammenzufassen. Es ist auf jeden Fall eine Fantasy-Geschichte mit sehr viel indischem Touch. Gibt es zurzeit nur auf Englisch. Und es geht darum, ein Transkript zu übersetzen. Und der böse König duldet keine Fehler, so kann man das sagen. Das Buch hat eine ganz andere Entwicklung genommen, als ich gedacht habe. Und das hat mich so ein bisschen verdutzt zurückgelassen. Insgesamt aber auf jeden Fall sehr literarisch, auch sehr poetisch. Und interessant, aber auch sehr speziell. Ja, und der Vollständigkeit halber noch den Urfaust von der verstorbenen Schwiegermutter, der ist noch mit in dem Regal. Tut man ja nicht weg, sowas, ne? So, dann schwenke ich mal rüber und hier steht von Ian McEwan, wups, von Ian McEwan die englische Ausgabe von Atonement. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher habe ich bisher aber nur auf Deutsch gelesen. Deswegen präsentiere ich das auf einer Buchstütze in einem einzelnen, ja, Regalfach. Und weiter unten kommen dann die etwas gelblicheren Bücher, die nicht mehr so ganz als weiß durchgehen. Und damit machen wir jetzt weiter. Von rechts nach links ist der erste Teil auf Deutsch von George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer. Erster Teil heißt Die Herren von Winterfell. Habe ich damals zum ersten Mal auf Deutsch gelesen und wollte das verkaufen. Ich hatte die ganze Reihe. Das hier hat wohl einen Wasserschaden, deswegen wurde es bei Rebuy nicht angenommen. Und deswegen steht es halt jetzt noch hier rum. Dann von Margaret Atwood alias Grace. Ach, eine Vintage-Ausgabe, die ich bei eBay ersteigert habe. Und das Buch habe ich absolut geliebt und innerhalb kürzester Zeit durchgelesen. Sehr empfehlenswert. Dann kommen hier so zwei Ausgaben, die eigentlich im Grunde verkehrt rumstehen. Das ist einmal Jane Eyre,
Das konnte sich nämlich farblich irgendwie nicht so richtig irgendwo einpassen. Deswegen ist es jetzt hier gelandet. Ach, auch einer meiner Lieblingsklassiker von Charlotte Brontë. Und ich weiß gar nicht, was das andere ist. Ach, das ist von Frau Montgomery. Vorname steht jetzt nicht da. Anne of Avonlea. Das ist der zweite Teil von Anne of the Green Gables. Habe ich auch gelesen. Aber diese Farbe, dieses hässliche Grün, wollte sich auch nirgendwo so richtig einpassen. Deswegen habe ich es einfach hier mit reingestellt. Und da passt es ganz gut. Dann der Atem der Welt von Carol Burch. Das habe ich mal in einem 1-Euro-Shop, ich glaube Teddy, irgendwie irgendwo gekauft. Und ja, ich war sehr überrascht von diesem krassen Inhalt. Es geht um Schiffbruch, beziehungsweise auch wieder um eine Grenzerfahrung von einem jungen Mann, so Richtung Life of Pi oder Terror, wenn euch das was sagt. Und hat mich sehr, sehr nachdenklich zurückgelassen und war unerwartet großartig. Tanja Kinkels Grimms Morde spielt hier in Kassel und geht um eine Mätresse, die umgebracht wird, und die Gebrüder Grimm spielen auch eine Rolle. Ist sprachlich brillant, perfekt an die Zeit angepasst. Man muss natürlich historisch interessiert sein und eins der wenigen Glitzercover, die ich vergöttere. Hanya Yanagiharas, Das Volk der Bäume. Ich bezeichne es als das Gegenteil von Ein wenig Leben, weil wir hier den Täter und nicht das Opfer kennenlernen, also den vermeintlichen Täter, man weiß es halt nicht. Und ja, er ist halt wirklich unsympathisch, ein Anti-Held. Und je weiter man liest, desto mehr fängt man ihn eigentlich an zu hassen. Und es ist sehr extrem und lässt einen viel fühlen. Im Endeffekt fand ich es aber gut, dass ich es bis zum Ende gelesen habe. Es ist halt ein Buch, was einem im Kopf bleibt, aber nicht unbedingt positiv. Dann kurz erwähnt noch so eine Gammelausgabe von der Unendlichen Geschichte, die ich auch schon mehrmals gelesen habe. Falls mein Sohn mal Lust hat, das selbstständig zu lesen, dann kann er sich das in die Hand nehmen. Da fehlen auch, glaube ich, die ersten 2 Seiten oder so. Ja, wollte ich nicht wegschmeißen, aber ich habe auch noch eine gebundene Version davon. Die Gestirne von Eleanor Catton geht um den Goldrausch damals in Australien, also auch wieder ein historisch angehauchtes Buch und ist durch seinen Aufbau sehr interessant. Also die Kapitel werden zum Ende hin, ich glaube, immer länger. Sehr komplexe Geschichte, ich muss gestehen, ich habe sie nicht komplett verstanden. Sprachlich auch sehr auffällig herausragend. Ist aber was für geübte Leser, würde ich so behaupten, weil es halt sehr lang ist und eben auch didaktisch etwas altmodisch. Die Unvollendete von Kate Atkinson. Ein furchtbar langweiliges Buch und ich weiß auch gar nicht, warum es noch nicht steht. Ich glaube, ich habe es abgebrochen. Also die Frau wird immer wiedergeboren und ich dachte, das wäre eine unheimlich interessante Geschichte. Habe so ein bisschen an Täglich grüßt das Murmeltier gedacht, aber nee, leider nicht. Es war einfach total langweilig und man liest dieselbe Geschichte wieder und wieder und kriegt dann 2 Sätze hinten dran und dann geht es wieder von vorne los. Robin Young, Rebell der Krone, Teil 1 von 3, habe ich zu Ende gelesen. Geht um Robert the Bruce, also Schottland im 13. Jahrhundert. William Wallace spielt auch eine Rolle. Braveheart, wenn es dabei einen, dem einen oder anderen klingelt. Habe ich natürlich aufgrund meines besonderen Schottland-Interesses sehr gerne gelesen, war mir aber insgesamt etwas zu langweilig. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht weiterverfolgt. Aber wer sich geschichtlich interessiert, kriegt hier auf jeden Fall sehr viele Fakten, vielleicht auch ein bisschen zu viele. Ein neu aufgelegter Klassiker, Ben-Hur, wer hat es geschrieben? Carol Wallace, habe ich abgebrochen, weil es mir hier viel zu römisch und viel zu antik zuging. Also die Sprache war halt eben dem sehr angepasst und es hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Ich würde es mir vielleicht irgendwann mal als Film angucken, aber ich glaube, es geht hier auch um den Verrat zwischen 2 Brüdern. Ich habe es ja nicht bis zum Ende gelesen, aber insgesamt zum Lesen fand ich es einfach viel zu zäh. So, das nächste Regalbrett. Da finden wir wieder ein Einzelband und zwar Befreit von Tara Westover, eins meiner bisherigen Jahreshighlights in 2019. Ja, geht um eine mormonische Familie, eine Tochter, die sich eben aus den, ja, Fängen dieser Familie befreit und
ihr eigenes Leben führt. Und es ist einfach super geschrieben und deswegen liebe ich es sehr. Jetzt kommen wir einfach zu den roten Büchern. Die stehen hier, rosarot. So geht's jetzt weiter. Margaret Atwood, Das Jahr der Flut, ist ein Teil einer Trilogie, ist eine sehr interessante Dystopie, wenn man sowas mag, geht um Technologiewissenschaft und ja auch medizinische Sichtweisen für die Zukunft. Insgesamt aber sehr zäh geschrieben, hat mir jetzt nicht so gefallen, habe es aber trotzdem gelesen. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, habe ich nie gelesen, ist auch aus dem Nachlass meiner Großmutter. Ja, es steht einfach nur da, weil ich es nicht wegschmeißen wollte, aber lesen werde ich das, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich selber gerade noch ein ungelesenes Buch entdeckt, New Adult von Jay Lynn, Fire in You. Ich glaube, es ist der 5. oder 6. Teil. Die anderen Teile könnt ihr auch gleich sehen, die habe ich alle gelesen, bis auf den hier. Und den konnte ich dann neulich irgendwo mal im Sonderpreis ergattern. Und schön, dass ich jetzt die Bücherregaltour mache, weil jetzt fällt mir wirklich ein, was ich auch als nächstes mal lesen könnte. Das hier war tatsächlich eins der ersten Bücher, was ich gelesen habe. Ein Nicht-Kinderbuch. Ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal mit 12 gelesen. Stephen Kings S, hier fehlen die ersten Seiten. Macht aber nichts, ist auch schon so ein bisschen gelb und es ist so gammelig, dass ich es schon wieder geil finde. Und das ist natürlich ein Buch, was ich nicht weggeben möchte, weil natürlich so ein bisschen nostalgische Gefühle damit zusammenhängen. Obwohl es natürlich wahrscheinlich mittlerweile echt schönere Ausgaben gibt. Ach, aber na, ist halt mein Buch. Die Päpstin von Donna V. Cross, ein unerwartet rasanter historischer Roman. Auch, wann spielt das? 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert? Um eine Frau, die sich als Mann verkleidet hat und eventuell Päpstin geworden ist. Mir hat ein bisschen was gefehlt in dem Buch, aber insgesamt ist es super ja, temporeich geschrieben und interessant und ist auch ideal für Histo-Einsteiger. Penny Dreadfuls, das ist so eine wunderschöne ledergebundene Barnes & Nobles Ausgabe. Das sind 20 kurze Schauergeschichten, die im viktorianischen Zeitalter in so einer Zeitung veröffentlicht wurden. Und ja, es geht so Richtung Frankenstein, das ist, glaube ich, eine der Hauptgeschichten in dem Buch. Und noch etwas kleinere habe ich leider noch nicht mal angefangen, aber ich wollte dieses Buch unbedingt besitzen und das wird bestimmt im Oktober dann noch endlich mal fertig sein. Also es liegt theoretisch noch auf meinem Sub. Das 13. Dorf, das habe ich neulich leider abgebrochen, weil ich überhaupt nicht durchgestiegen bin durch die Geschichte. Es geht aber tatsächlich um ein Dorf, was verschwunden ist und das fällt erst 40, 50 Jahre später auf. Und ja, es geht um die Wiederentdeckung dieses Dorfes und natürlich darum, was mit den Einwohnern dort passiert ist. Spielt im 13. Jahrhundert, auch eine sehr historische Geschichte, aber mich konnte es leider nicht packen, weil ich ja die Story einfach irgendwie viel zu durcheinander erzählt empfunden habe. Ian Reid, Enemy, eins meiner absoluten Highlights in diesem Jahr. Ian Reid hat ein Talent für Mindfuck-Geschichten. Also es kommt am Ende immer noch mal so, wie man es jetzt überhaupt nicht erwartet. Und die ganze Geschichte lang schwingt irgendeine ganz merkwürdige Stimmung mit, die man nicht greifen kann. Auch in diesem Buch ist es wieder so. Und ja, ich liebe seine Geschichten und ich freue mich schon, wenn er dann hoffentlich bald auch sein nächstes Buch rausbringt. Ja, es geht um den Massenmörder Fritz Ronka, den es wirklich gegeben hat. Und es spielt in Hamburg auf dem Kiez und ist eine absolut abartige, ekelhafte Geschichte. Wird sogar verfilmt jetzt und also es war einfach ziemlich ekelhaft und ist natürlich deswegen schon allein ein Aspekt, warum man dieses Buch nicht so ganz vergessen kann. Und es ist halt einfach krass, wie komisch manche Menschen sind, also wie fehlgeleitet, ich weiß nicht. Also es hat mich wirklich schockiert zurückgelassen, weil ich es nicht fassen kann, dass es solche Menschen echt gibt. Dann so ein etwas verspieltes Buch, irgendwie noch aus meiner Jugend. Da kann man sich so 3D-Bilder angucken. Also es gibt in diesen Bildern hier nochmal versetzte Bilder, da muss man ein bisschen das Auge trainieren und irgendwann kommen dann so Kugeln und so weiter oder Einhörner, alles mögliche aus diesen Bildern raus. Das sind so Illusionsbilder und ich habe das früher geliebt und würde das natürlich nie weggeben und ja, richtig cooles Buch eigentlich. Red Rising von Pierce Brown ist auch ein Buch, was ich durchgelesen habe, aber die Trilogie habe ich auch nicht weiter verfolgt. Weil das doch mehr in eine andere Richtung ging, als ich erwartet habe. Aber der Anfang war ganz, ganz stark. Das Ende fand ich dann leider nicht mehr so überzeugend.
ein zweiter Teil einer, ich glaube, Trilogie, vielleicht auch Dilogie. Sonja, Marmen, Lanze und Rose habe ich nie gelesen, weil ich den ersten Teil leider abgebrochen hatte. Es klang sehr vielversprechend, ist aber eher eine kitschige, flache Liebesgeschichte vor schottischem Setting und ja, es war mir einfach zu flach, deswegen habe ich dann abgebrochen. Agnes Grey von Anne Brontë habe ich auch noch nicht gelesen. Das habe ich geschenkt bekommen von der lieben Madame Book. Heißt mittlerweile Tagträumerin Diana. Verlinke ich euch unten und die Ausgabe ist einfach hübsch und sie wollte es wegschmeißen und dann habe ich ganz laut hier gerufen. Deswegen steht es bei mir im Regal. Irgendwann für immer Katja Miley, eine Young Adult, vielleicht auch New Adult Geschichte, mit der ich auf jeden Fall heute so nichts mehr anfangen kann, könnte ich eigentlich mittlerweile aussortieren, aber das Buch finde ich irgendwie ganz hübsch. Aber ich denke, beim nächsten Mal aussortieren wird es auch mit rausfliegen. Auch ein Teil aus der Stay With You-Reihe, Stay With Me, keine Ahnung, von Jay Lynn, ist ja schon ein bisschen älter und war damals ja gehypt. Ich habe mir jetzt gerade mal hier so ein paar Markierungen durchgelesen. Also ich glaube, das Projekt, diese Reihe fertig zu lesen, verschiebe ich dann doch nochmal. Ich bin aus diesem Genre leider rausgewachsen. Wortschätze von Shakespeare. Shakespeare ist mehr so eine Sammlung. Habe ich aber auch nie wirklich durchgelesen, immer mal nur so ein bisschen reingelesen. Aber gehört halt auch zu meinen roten Büchern. Catherine Millet, Das sexuelle Leben der Catherine M. ist, glaube ich, so ein Skandalbuch von früher. Gehört eigentlich meinem Mann, aber ich habe es irgendwie bei mir mit einsortiert. Hab nicht vor, das zu lesen, aber ja, es steht halt irgendwie in meinem Regal mit drin, weil wegschmeißen will ich es auch nicht. Ja, und nur der Vollständigkeit halber sind hier noch zwei weitere Bücher der Jay Lynn Stay With Me Reihe. Dann hatte ich mal so eine Buchbox früher bestellt und da waren immer so Klassiker drin, die in so kleinen Buchhüllen mit drin war. Und hier ist Jane Austens Northanger Abbey mit drin. Wenn ich das Unpacking noch finde, dann würde ich euch das mal verlinken. Ein weiteres New Adult Buch, wovon ich keine Ahnung mehr habe, worum es geht. Ich weiß nur noch, dass es eigentlich ganz lieb aussah, aber doch schon sehr derbe zur Sache ging. Teilweise gingen da die Sexszenen, glaube ich, irgendwie über 10 Seiten und so weiter. Ja, ist was aus früheren Zeiten. Das Cover mag ich sehr gerne. Ist Jessica Alcott, Selbst wenn du mich belügst. Ist ein Jugendbuch aus dem CPD-Verlag und ich glaube, eine Schülerin und ihr Lehrer und so weiter und so fort. Hat mich jetzt nicht besonders vom Hocker gehauen, aber das Buch finde ich irgendwie hübsch. Aber ich denke, das wird dann auch irgendwann aussortiert. Und last but not least, ein wirklich sehr, sehr rosanes Buch. Maria Christina, Tagebuch einer Tochter, ein historischer Roman von Rebecca Novak. Und zwar geht es um echte Tagebuchauszüge von einer Verwandten von Marie Antoinette, glaube ich, österreichische Kaiserin Maria Theresia und Schwester der legendären Marie Antoinette. Um die geht's hier und das Buch ist tatsächlich komplett rosa, auch die Seiten. Stört beim Lesen gar nicht. Ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Würde ich wahrscheinlich auch nochmal wiederlesen. Und es ist wirklich entzückend gewesen und beleuchtet die barocke Zeit auch mal ganz anders, aus einer anderen Perspektive. Und ja, ist auf jeden Fall ein tolles Buch und ich bin froh, dass es noch bei mir ist. Ja, wenn man jetzt ein Regalfach weiter schwenkt, sieht man da einmal die Schuhe von meinem Sohn, die er bei unserer Hochzeit anhatte. Da war er schon anderthalb, also unser Großer. Und ein Buch von der lieben Margaret Atwood, nämlich Report der Markt. Das stelle ich also da auch mit so einer Buchstütze aus. Ja, ein Buch, was ich sehr, sehr geliebt habe und ich mag auch das Cover sehr gerne. Ist von einer Künstlerin, heißt Tamara Dela. Ich weiß nicht mehr genau. Ich verlinke es euch mal in der Infobox, falls es euch interessiert. Es gibt noch ein paar andere Cover, die so aussehen. Und ja, jetzt kommen wir zum vorerst letzten Regalfach. Das sind die blauen und die weinroten Bücher. So, von rechts nach links. Patrick Rothfuss. The Name of the Wind. Ein Fantasy-Einzelband. Nee, stimmt gar nicht. Ist eine mehrbändige Reihe. Habe ich tatsächlich abgebrochen, weil ich es unsagbar langweilig fand und Dämonen auch nicht so ganz mein Thema sind. Dann Die Erbin von Simone Arnstedt, auch, glaube ich, eine deutsche Autorin.
habe ich damals sehr geliebt. Das Buch ist so ein bisschen was fürs Herz, ein bisschen was Seichtes, was Weiches über starke Frauen und nicht ganz so klischeehaft wie andere New Adult Bücher, ein bisschen mehr für Erwachsene. Außerdem natürlich ein wunderschönes Cover, kann man nicht anders sagen. Ist aber heute auch nicht mehr so mein Genre, weil es halt oft auch immer wieder dieselbe Geschichte nur anders erzählt ist. Sigmund Freuds gesammelte Werke. Ja, ich habe schon mal reingelesen, es sind sehr, sehr wissenschaftliche Texte. Also es sind schwer zu verstehen und da brauche ich einfach einen freien Kopf für und viel Konzentration. Aber ansonsten finde ich die Thematik sehr interessant. Also er ist ja Psychoanalytiker, Traumdeutung, bei ihm spielt Sexuelles sehr eine große Rolle. Er legt viel da eben darauf aus und deswegen hatte ich mir das irgendwie einfach mal mitgenommen, war bei Thalia mal im Angebot. Aber großartig gelesen habe ich jetzt noch nichts da drin, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das Lied des Blutes von Anthony Ryan, auch eine High-Fantasy-Geschichte, ist mehr so ein Ausbildungsroman über eben einen jungen Mann, der dann zum Krieger wird. Ich fand es mehr aufgebaut wie so ein Actionspiel, deswegen habe ich die Reihe da nicht weiterverfolgt, aber für so, sag mal, klassische High-Fantasy-Fans könnte das auf jeden Fall was sein. Von Liza Raven, Bad Romeo und Broken Juliet, New Adult Reihe, spielt an einer Schauspielschule. Mochte ich damals sehr, sehr gerne. Würde ich wahrscheinlich aber heute auch nicht unbedingt nochmal lesen. Ja, habe ich euch auf Deutsch unten auch mal verlinkt, weil mir fällt gerade die Übersetzung nicht ein. Auch wieder so ein Sleeve aus dieser Buchbox, die ich vorhin erwähnte. Das ist Nora Lofts To See a Fine Lady. Ich habe das noch nie gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch lesen werde, aber irgendwie, ich mag ja dieses Nostalgische, deswegen bleibt es auch im Regal. Black Rabbit Hall von Eve Chase. Es geht um ein Anwesen und ein Geheimnis, was entdeckt wird. Und ich fand diese Auflösung dieser Geschichte einfach ganz grottig und der Schreibstil hat mir auch nicht gefallen. Setting war natürlich wunderschön, altes englisches Landhaus. Aber wenn die Geschichte dann nicht der Knaller ist, dann hilft das in dem Moment halt auch nichts. Der Herzschlag der Steine von Isabel Morland habe ich auch noch gar nicht so lange her, ist das, als ich das gelesen habe. Ja, es geht um Schottland und um eine Liebesgeschichte. Die Geschichte war jetzt nicht so meins. Das ist halt eher so was Seichtes gewesen. Das Setting war natürlich atemberaubend. Der Schreibstil war halt mir noch so ein bisschen unlocker, aber ansonsten insgesamt wirklich eine ganz nette Geschichte, gerade für Schottland-Liebhaber. Die Seele will frei sein, auch so ein Esoterik-Ratgeber, den ich wahrscheinlich nicht lesen werde, haben mir meine Kinder mal zum Geburtstag geschenkt, weil sie der Meinung waren, ich mag Einhörner und das hier wäre ein Einhorn. Ja, allein weil das ein Buch ist, was mir meine Kinder geschenkt haben, werde ich es nicht wegtun, aber lesen werde ich es wahrscheinlich auch nicht. Die Nebel von Avalon, ich würde auch behaupten, mittlerweile ein Fantasy-Klassiker, der die Artus-Saga erzählt. Und ich habe das, glaube ich, nie ganz zu Ende gelesen. Aber die Artus-Saga hat mich halt immer interessiert. Ja, die Nebel von Avalon ist, glaube ich, auch bekannt, denke ich. Die Magie der kleinen Dinge von Jessie Burton, eine Sonderedition, gibt es auch auf Deutsch mit meinem kleinen Lego-Vögelchen, deswegen halte ich das auch so schief. Habe ich auch nie zu Ende gelesen, weil es mir einfach zu ruhig war. Aber würde ich vielleicht nochmal versuchen irgendwann. Ein Sammelband von Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde, Reise um die Erde in 80 Tagen und das Karpatenschloss. Ein wundervolles Buch, gab es mal im Angebot bei Thalia. Deswegen steht es in meinem Regal. Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson, ein sehr interessanter Thriller. Eine Frau vergisst alle ihre Erinnerungen, sobald sie einschläft und versucht, das irgendwie anhand eines Tagebuchs auf die Reihe zu kriegen. Und dabei, ja, enthüllen sich natürlich viele Geheimnisse. Fand ich gut, war mal was anderes, waren natürlich sehr rasant und spannend und deswegen ist es bei mir. Noch so ein wunderschöner Klassiker aus der Anaconda-Reihe von Charlotte Brontë, Villette, habe ich auch noch nicht gelesen, ist auch ein Geschenk von Tagträumerin Diana. Vielen Dank nochmal und ach. Blau ist nicht meine Farbe, aber das ist wirklich ein schönes Blau. Liz Green, sag mir dein Sternzeichen und ich sage dir, wie du liebst. Ein so interessantes Buch und ich bin eigentlich nicht so der Sternzeichentyp, aber das, was hier drin steht,
Auch die Dinge, die man über sich selbst liest, sind sowas von wahr. Ich habe mich dann absolut wiedergefunden. Also ich glaube schon mittlerweile daran, dass gewisse Sternzeichen gewisse Eigenschaften haben. Und ja, ich finde dieses Buch, obwohl ich wirklich ja nicht dieser Esoterik-Typ bin, absolut gelungen und absolut toll geschrieben und kann man immer mal wieder reinlesen, gerade wenn man Menschen besser verstehen will. Und deswegen ist es bei mir. Ja, der allseits bekannte Jude auf der Vorderseite, A Little Life, zu Deutsch ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ein Buch, was mich auch sehr nachdenklich zurückgelassen hat. Ich kann nicht behaupten, dass es schön ist, weil die Geschichte einfach nicht schön ist. Und es wird auch sehr übertrieben, aber Hanya Yanagihara hat einen tollen Schreibstil und es wurde sehr, sehr gehypt. Es war überall dieses Buch, fast jeder hat es gelesen und es ist bei mir jetzt schon eine ganze Weile her, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich auch nochmal lesen würde, weil es einfach so unter die Haut ging. Wer die Nachtigall stört, von Harper Lee, auch ein Klassiker. Es geht um Apartheid, das ist eigentlich das Hauptthema, und um einen Gerichtsprozess. Sehr viele Dinge, die einen zum Nachdenken anregen, und es ist absolut modern übersetzt und geschrieben. Man kommt sehr gut durch das Buch, und ja, also ich finde es einen empfehlenswerten Klassiker, hat mir sehr gut gefallen. Ich und die Menschen von Matt Haig, ein Buch, was ich sehr liebe. Ich fand es sehr, sehr witzig, ich habe mich kaputt gelacht. Einer der wenigen Menschen, dessen Humor ich sehr, sehr mag. Er bringt immer Philosophie mit rein und sehr viele wertvolle Gedanken. Und es ist dabei aber trotzdem super einfach zu lesen, intelligent, aber nicht kompliziert. Und das liebe ich an Matt Haig so. Und auch sein zweites Buch, was ich gelesen habe, hat das auch wieder bestätigt. Ach ja, wenn ihr das nicht kennt, guckt es euch mal an. Ich mag es sehr. Worte in meiner Hand von Ginevre Glasfourt, ich weiß nicht genau. Ein historischer Roman und es geht um, ich glaube, Holland. Ja, genau, in Amsterdam spielt das Ganze und Helena verliebt sich dort in einen Philosophen, was natürlich damals mit den Klassenunterschieden nicht so einfach war. Das Buch hat mich nicht total vom Hocker gerauen, eigentlich eher total mitgerissen durch die ruhige Art und Weise, wie es geschrieben ist und durch den Charakter von Helena, weil sie einfach irgendwie ihr Schicksal so annimmt. Das fand ich sehr beeindruckend. Würde ich vielleicht irgendwann auch noch mal lesen, ist mir im Gedächtnis geblieben. Fand ich auf jeden Fall ganz gut, wenn auch jetzt nicht total überragend. Mit dem blauen Fach sind wir jetzt auch durch. Und von meinen blauen Büchern präsentiere ich Anne of the Green Gables. Da gibt es auch eine Netflix-Serie mittlerweile von. Ach, ein so bezauberndes, süßes Mädchen. Und es ist ein Kinderbuchklassiker. Und diese Ausgabe finde ich wunderschön und deswegen präsentiere ich das so. Ja, und in meinem nächsten Bücherregalvideo werde ich dann mit den grünen Büchern weitermachen. Bis hin zu den grün-blauen Büchern, ja. Ja, und so wie es aussieht, werden es wohl drei Teile zu meiner Bücherregaltour werden. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bye bye.